Du schaust dich um und fragst dich, wo ist mein Buch? Wo habe ich mein Buch hingelegt? Gerne würde ich jetzt ein wenig darin lesen. Es ist schon so lange her. Ich möchte meine schönen Erinnerungen auffrischen. So viel habe ich vergessen. Ich erinnere mich nur an die Kapitel, die voller Angst, Zweifel und Verletzungen waren. Aber es gab doch auch Kapitel über Wünsche und Sehnsüchte, Träume und Abenteuer, Lachen und Lebendigkeit. Schöne Dinge, die ich erlebt habe und eben Sachen, die ich noch erleben wollte. Wo könnte ich mein Buch hingelegt haben? In diesen Gedanken hängend wirst du erschreckt von einem Geräusch. Siehst, dass ein Bilderrahmen gen Wand schlägt. Eine Sturmböe fand ihren Weg durchs Fenster und wirbelt nun durch den Raum. Staubwolken fliegen auf und der Wind spielt mit ihnen. Wie von Zauberhand geführt, lässt der Wind deine Gitarre, welche verstaubt in einer Ecke steht, umfallen. Und beim Aufprall gibt sie einen Ton von sich. Sehnsüchtig seufzt sie dir zu. So lange habe ich nicht mehr die Lieder deiner Seele gespielt. Ich möchte dich begleiten mit deiner Melodie, während du wieder mit dem Leben tanzt. Durch ihren Aufprall auf eine Kiste springt der Deckel auf und ein Ball dorbst hinaus und springt durchs Zimmer. Irritiert stottert er dabei: Ups, ich leb ja noch. Wenn du doch nur mit mir spielen würdest, dann könnte ich dir zeigen, dass das Leben viel leichter ist, wenn man es spielerisch angeht. Der Weg des Balles endet mit kraftvoller Wucht an einem Schrank. Eine Vase fällt zu Boden und das Klirren dringt tief in deine Ohren hinein. Die vertrockneten Blumen, sie waren vollkommen vergessen worden, liegen auf dem Boden und sie seufzen. Wie soll man ohne Wasser auch leben können? Wasser steht für Gefühle und nur wenn man seine Gefühle fließen lässt, kann man erblühen und erblühen lassen. In einer anderen Ecke fliegt eine wunderschöne leichte Feder durch die Luft, lässt sich vom Wind tragen und ruft: Ach, ist das schön. Ach, ist das schön, in so einer Leichtigkeit zu sein? Lose, beschriebene Blätter, welche auf einem großen Stapel in einer Ecke nur so rumlagen, all die Zeit. Niederschriften der eigenen Ängste und Zweifel. Sie werden von den Ausläufern der Böe aus dem Fenster getragen. Der Papagei in seinem Käfig, ganz durcheinander von dem Chaos, ruft: Ich will hier raus, ich will hier raus, ich habe die Schnauze voll. Nur das zu sagen, was man von mir hören möchte. Er zerrt an der Käfigtür und der Käfig verliert das Gleichgewicht, fällt zu Boden. Die Tür geht auf, etwas erschreckt über die neu gewonnene Freiheit, flattert der Papagei durch den Raum, stößt dabei an ein Regal und aus diesem fällt eine Schatztruhe herunter auf den Boden. Sie öffnet sich dabei und ein uraltes, in Leder gebundenes Buch fällt heraus. Die plötzliche Stille im Raum lässt dich den Atem anhalten. Der ganze Spuk ist plötzlich vorbei. Langsam und voll Ehrfurcht schreitest du zu deinem Buch. Vorsichtig greifst du danach. In goldener Schrift, ja, in der goldenen Schrift der Sonne steht dort dein Name geschrieben. Darunter steht in silberner Schrift die Farbe der Mondin, Darunter steht in silberner Schrift der Farbe der Mondin,
damit du dich erinnerst, wer du wirklich bist. Mit dem Buch in der Hand läufst du zu einem bequemen Sessel, machst ihn frei und setzt dich hin. Voll Neugier und ganz in der Stille mit dir selbst beginnst du in deinem Buch zu lesen. Punkt, 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 Punkt.